Was haben wir hier denn noch für... Ich muss mir jetzt erstmal die ganzen Waffen hier angucken. Wir haben also die Lederpeitsche, die 3 runtergeht. 20, 20, das hält sich alles gleich. Die Ex hat natürlich 9. Ja, die hat 29, aber die ist so lahmarschig. Ich weiß nicht, ob ich damit, wie ich damit umgehe. Mace. Okay. Ist der noch langsamer als der Dings? Ich glaube, der ist ein bisschen schneller als die Axt, ne? Kann das sein? Ach, hier wollten wir gar nicht hin. Wir wollten ja zu dem scheiß Bild. Das war, glaube ich... Wo war das denn schon wieder? Tut mir leid, ich bin... Ich brauche ein bisschen heute. Ach, das war gegenüber. Ach ja. Okay, Mäuschen, lass es hochgehen. So, ja gut, das ist... Die Energie können wir uns jetzt auch noch zurückholen. So, dann mal auf. Und dann hoffen, wir sind hier nicht in einem ganz schwer miserablen Ding. Nation of Fools, das hört sich ja schon wieder verrückt an. Stühle kaputt schlagen? Nein. Oh, ein Zirkus. Super. Ist die andere hingetanzt hat, die tanzt du immer noch. Tja, Basta, das ist es. Da sind wir jetzt. Das ist The Ship of Fools. Und wir können auch was machen in diesem Ship of Fools. Nach oben weg können wir zweimal. Frage ist bloß wo. Da kann ich das hier... Ach, es verdeckt. Na super. Wow. Okay, hätten wir gar nicht gebraucht. Sah bloß gefährlich aus. Wir benutzen einen Hammer, Alter. Alles gut? Da hat er sich kurzzeitig getötet gehabt, ey. Jetzt können wir schon wieder an zwei Stellen runtergehen. Ist das hier ein Durchgang? Das ist ein Durchgang und damit hätten wir eine Mappe. Bin ich der Meinung, das ist doch der Mappenspender hier, oder? Kann man das so sagen? Nee, doch nicht, ist es gar nicht. So, jetzt können wir nach oben weg, wir können nach unten. Das sieht man sehr, sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen scheiße. So, dann wären wir wieder im Bild. Das heißt, gucke ich auf die Mappe, komme ich aus dem Bild, geht's da hoch und dann war's das. Gehen wir wieder hoch. Und gehen dann wohl nach oben weiter. Oh, jetzt war ich habe eben gerade schon gedacht, ich bin festgebackt. Es ist ein sehr leeres Level, muss ich sagen. Sehr, sehr strange. Sehr, sehr leeres Level. Oder soll das irgendwie was sein, wo man so ein bisschen irrgartenmäßig unterwegs ist? Alter. Wow.
Wow. Wow. Okay, wir gehen erstmal geradeaus weiter. Sorry. Wow. Ich möchte natürlich die Gegner verdammt nochmal mitnehmen. So, ich schalte mir jetzt hier das, ich schalte mir jetzt diese dämliche Axt ein, auch wenn ich mit der nicht kämpfen kann, irgendwie. Keine Ahnung, was mich hier weiterbringen soll. Weil es ist ja auch nichts, was. Was ist nochmal Partisan? Ist auch ein Speer, stimmt, eine Lanze war das. Oh. Ja, sorry, ist schwierig. Oh, 11 runter. Alter, ja, was soll ich machen? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Wenn ich das Spiel besser könnte, würde ich andere Sachen probieren, aber nun gut. So. Hier oben war das Dach. Dann können wir nach links oder wir können nach rechts oder wir können nach unten. Ich wähle erstmal rechts. Das ist auch sehr gut, denn da ist ein Safe und wir sind wieder voll. Und können mal diese Stelle mit der Axt gleich noch 1000 Mal versuchen. Die ist nämlich genau nur einen Meter weg. Ja. Diese Höcker auch vor jedem Eingang steht, das nervt, oder? Alter Schwede, jedes Mal bleibt da einer von uns hängen. Der Radius, der ist sehr, sehr schmal, in dem diese Axt fliegt. Nee, ich glaube, da komme ich so nicht hoch. Oh, Junge, fall doch nicht immer gleich den ganzen Weg runter. Verfickte Scheiße, noch eins. Ja, das ist schön. Bisschen lauter stellen sollen vielleicht. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen längere Videos machen. Also Basta, der hat ja letztes Mal kürzer gemacht. Ich werde das wahrscheinlich jetzt auch. Basta, ich werde das wahrscheinlich, weil ich komme langsamer rein als du. Oder es liegt am Level, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich wieder dann 3 Videos oder so. Ich keine Ahnung, weil ich mir jetzt schon wieder fast bei 20 Minuten habe noch Geist gemacht. Ich spiele einfach. Und du brauchst dich da auch nicht zurückhalten. Du kannst logischerweise auch längere Videos machen. Aha. Alter, leck mich. Was für eine asoziale Scheiße. Nee. Das. Ach, das kannst du voll vergessen. Das kriege ich nicht hin. Für mich geht's erstmal hier weiter ans Level durchsuchen. Alter Schwede, sind die diese Bekloppen, dass du auch immer, du hast ja gar keine richtige Zeit, in der du unverwundbar bist oder sowas. Du bist ja mal total angreifbar. Verfickte Scheiße. Geld finde ich schon mal gut. Aha. Oh ja, die mussten ja auch irgendwann mal kommen. Sie mussten irgendwann mal kommen und irgendwann mal sterben. Das mit dem Hackeball finde ich interessant, das solltest du mal versuchen, Basta. Oh ja, hier, das sind meine Freunde aus Vampire's Kiss.
Ja. Kann doch das auch nicht umsonst sein. Wozu Plattform und wozu diese dämlichen Absperrungen, die regen mich auf, Alter. Als wenn die... Oh, fuck. Blöde Fotze. Wie wen anders. Shit, oh Mann. Woher soll man diesen ganzen Scheiß wissen? Was habe ich mir da für ein Assi-Level ausgesucht? Was muss man hier machen? Sag's mir. Ich hab keinen Schimmer. Dann kann ich eindringen in den Ring. Also ich werde jetzt nochmal zum Save Point zurückgehen. Und dann müssen wir mal gucken, was da, wo es... Es nervt mich jetzt gerade, dass ich so überhaupt nicht weiterkomme. Und dann ist das Video hier auch vorbei, weil ich dann bei 23 Minuten oder so bin. Jupp, Level up. Davon haben wir jetzt schon zwei gekriegt hier in der Welt. Das ist lustig. So. Okay, Leute. Das war ein blöder... Bin ich blöd reingestartet? Gebe ich zu. Geht aber gleich weiter. Ja, hi und willkommen zurück. Da sind wir wieder in der wohl beschissensten Stage, die sich ein Mensch aussuchen kann. Was aber zu mir passt. Und natürlich, da braucht man nicht weiter drüber reden. Warte mal. Ah ja, okay, wir wollten zurückgehen, so war das. Eine Jelly-Kacke. Maden-Speckmonster. Okay, hier konnten wir noch nicht weiter. Das haben wir jetzt selber gemerkt. Deswegen werden wir uns erstmal nochmal gucken, ob wir am Anfang ein paar Türen finden. Meine Katze nervt. Die erschlage ich übrigens dann gleich. Dann haben wir wieder Ruhe. So, da konnten wir ja auch noch lang. Das hat man noch gar nicht und ich werde mir jetzt mal eine andere Waffe... Ich kann mich nicht entscheiden. Also die Waffen, da bin ich im Moment ein bisschen... Also es muss doch mal irgendwas geben, was halbwegs schnell ist. Und lang. Den Speer fand ich ganz gut. War der hier langsamer oder schneller als der Speer? Ich probiere mal beide aus, wollte ich gerade sagen. Der war nicht so langsam. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Benutzen wir den erstmal. Meine guten Lieblingsgegner hier aus. Alter, die in Vampire's Kiss, ich könnte euch sagen, die Dritter, ne? Könnte ich reinschlagen. Hasse ich, wie die Pest. Ich habe mich jetzt übrigens aufrecht hingesetzt, weil ich habe gedacht. Oh Mann, Baby. Weißt du denn nicht, wie das geht bei Vampire's Kiss? Sehr gut. Oh! A throwing spear that sticks into the ground. Das wollen wir doch mal ausprobieren gleich, wenn der Kollege hier im Arsch ist. So. A throwing spear. Eisfang. Subweapon hat.
Abalone Brooch. Hero's Cape. White Consar, ja, die hier ist doch. A Brooch made from shells from a Mediterranean Sea. Ja, die nehmen wir doch mal, wenn die ein bisschen stärker ist. Und Witchstead, haben wir da auch noch was Besseres? Nein. Goggles, ne. Das hatte der Buster, glaube ich, auch schon geguckt. Nee. Lassen wir erstmal so, aber irgendwie müssen wir bei mir noch die, naja, besser zwei als gar keinen, ne? Ah, die kann ich gar nicht anziehen. A stance that empathizes offense. Was heißt das? Paper Airplane. Das hatten wir. Axe. Und dann hatten wir den Javelin. Genau, den wollten wir mal ausprobieren. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Oh, das sieht schon wieder so nach diesen beschissenen Äxten aus hier. Ja, so toll ist es nicht. Alter! Ah! Okay. Ja, ich sehe dich auch. Oh! Aber nicht so gut wie du mich, glaube ich. Okay, wir behalten die Axt. Definitiv. Das, da müssen wir ein Level haben, wo wir einen schmalen, wo wir in einem schmalen Korridor quasi kämpfen. Die blöde Drecksmutter. Alter, das ist aber wirklich ein assiger Gegner, ne? Mann. Explos in 1 second after the pin is pulled. Fire attribute. Grenade. Mhm. Gibt's hier noch mehr? Ah, da kann man nach oben, aber da kann man bestimmt noch anders hin, gehe ich mal von aus. Ja. Nee. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Hier gibt es doch noch was, da kann man doch noch weitergehen, Mensch. Bin ich blöd. Ich das mal ausprobieren. Lass mich das mal ausprobieren. Ne, hier ist eine Mauer. Ach, ich hätte andersrum gemusst. Na, dann machen wir das nochmal schnell. Ich. Besser alles absuchen als was verpassen, sag ich mal, ne? Und dann können wir mal hoffen, dass bald unsere beiden Freunde wiederkommen in ihrer... Oder beziehungsweise einer von unseren beiden Freunden. I see you kommt auch gleich wieder. Okay. Oh, komm schon. So, das sieht doch schon gut aus. Battle Jacket. Oh nein. Shitty. Pickle. Kann man eigentlich auch Klamotten verkaufen bei dem, bei unserem Freund da? Alter, ich glaub's nicht. Anti-Venom, Cures Poison, a Healthy Tree. Das war nicht schlecht. Oh. Leck doch die Arschritze, du Wichsvieh, Alter.
Boah, Alter, was die alle abziehen hier in dem Level. Da wird man ja weich. Oh, danke. Hier bleiben wir erstmal nicht so weit von weg. Oh Gott. Sind das jetzt Flea-Mans hier? Ja, wie schon gesagt, das war gar nicht mal so schlecht, dass wir hier nicht so weit wegbleiben. Oh! Ah, ich will das haben. Ich will das haben! Oh, HP Max Out. Oh, ich liebe das. HP ist immer das in jedem Spiel das Lieblichste für mich. Gut. Naja, komm. Boah, wartest du denn die Mistvieh? Ich werde übrigens gleich, bevor, wenn das Video jetzt zu Ende ist und ich das nächste starte, davor werde ich erstmal kurz die beiden Videos von Buster hochladen. Oh, sieht aber auch nicht gerade lustig aus, der Kollege hier. Obwohl er nicht viel abgezogen hat. Da kommt schon der nächste. Super. Ist klar. Ja, das sieht mir alles ein bisschen. Sieht mir alles noch ein bisschen futuristisch aus hier, wenn ich das mal so sagen darf. Ich gehe erstmal rum und gucke. Laufe erstmal rum und gucke mir noch ein paar andere Sachen hier an. Ich werde nochmal zu der Stelle zurückgehen, wo die scheiß ICU-Fotze kommt. Wo auch so ein Feuerkreis war, weil da konnte man ja noch nach rechts weg. Und ich glaube, ich möchte... Ey, nein, da war doch was. Eins von diesen Scheißviechern hat gerade was gegeben, was ich nicht brauchen kann. Und jetzt natürlich nicht, wenn man es... Nein, das war kein Coin, das war was Gutes zum Aufladen, ich weiß es. Das möchte ich haben. Ich habe keinen Bock, auf was zu verzichten, weil dieses Scheißspiel meint, ich müsste einen überall durchrauschen lassen. Geld. Das Geld ist nicht alles. Noch mehr Geld ist mir nicht wichtig. Shitty, Alter. Der hat doch irgendwas gegeben. Ich will wissen, was das ist. Ja, ich weiß es. Ihr seid geil. Ach, leck mich doch. Oh, immer muss man... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau lang... Ach, da. Seht ihr? Das hat doch gut geklappt, oder? Wie ich das gerade gelöst habe. Oh! Moonbrooch. Das kann doch nur für unseren Hasen hier sein. Allerdings. So, okay, lasse ich jetzt das Heldencape noch. Ich zahle zwei Capes an. Weil doppelt Cape besser. Aber dennoch. Ich will den Safe gerade kurz haben. Jetzt haben wir erstmal ein paar Sachen gefunden. Da kann man jetzt aber wirklich nichts sagen.
So. Ach, das ist alles so. Das ist echt unübersichtlich, dieses Scheiß-Level hier, ne? Warte mal. So, genau, hier war das. Da kann man auch nichts kaputt machen. Oh, diese verfickte, dreckige... Wait, gerade Energie aufgeladen, schon wieder im Arsch, Alter. I see you! Ja, ist schön für sie. Irgendwie muss hier auch immer einen sehen hier. Aber hier ist gar nichts. Also ich meine, ich lobe mir das. Ich bin froh, wenn sie was sieht. Oh, das ist so unübersichtlich. Man kann das so schlecht einsehen. Sieht auch alles nur aus wie Durchgänge. Na gut. Dann können wir jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Oh, hier ist ja die Mauer. Oh, das ist so... Ich sag's euch, wenn man das spielt selber, das ist richtig unübersichtlich, dieses Level. Ich finde es übrigens geil, die Hintergründe, das sieht richtig geil aus. Ich mochte noch nie diese Theater-Clowns, trauriger Zirkus, Geister-Zirkus-Rotze, konnte ich noch nie ab. Aber gut, da muss man jetzt mit leben.